Hier, dahin. Ich weiß nicht, warum er den Stop dann nicht hinzufügt, also die Haltestelle. Stationsnamen anzeigen. Ah, ja, ist ja auch egal. Der kann da ja auch temporär hinfahren. Das passt ja auch. Es wäre bloß schön gewesen, wenn er die Haltestelle hinzugefügt hätte. Muss wahrscheinlich eine andere Taste drücken. Ich habe jetzt über Steuerung gedrückt. Vielleicht gar keine Taste, weiß ich nicht. Ah, hier. Er zuerst. Oh wei. Ja, das passt ganz gut. Wenn er jetzt erstmal da ist. Er wollte ja nicht zum Rumballern haben, dann fährt er gleich wieder. 15 Sekunden wartet er, glaube ich. Ja. Macht er was? Außer hier warten. 15 Sekunden laufen gar nicht ab. Ich glaube, das ist, das hat was damit zu tun, dass der ja warten muss, sage ich schon. Das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass der erst das ganze Gebiet absuchen muss, ob da ein Gegner ist, bevor überhaupt die Zeit anfängt abzulaufen. Und das Suchen nach den Gegnern dauert schon so lange. Glaube ich. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, wie das läuft. So, bau auf. Jep. Alles aufbauen. Hier machen wir einfach dann Tunnel. Bup. Alles nach rechts und dann hier drüben irgendwo kommt der Bahnhof hin. Und dann, ich weiß gar nicht, ob wir das ganze Ding hier verteidigen wollen. Müsste es. Es müsste eigentlich verteidigt werden, aufgrund der Tatsache, dass hier Wüste ist. Das heißt, die Umweltverschmutzung geht bis Buxtehude. Ja, sicher, sicher. Lass die Bänder nicht mit. Klar. Hier. Jede Menge Bänder habe ich mit. Zähle doch nicht. Ich habe nicht genug Zeug mit, nicht genug. Effizienzmodule. Aber ansonsten habe ich mit. So, wir müssten Zeug jetzt umdrehen. Nach rechts. Wenn wir wollen. Keine Haltestelle Stahlträger. Kein Problem, macht nix. Okay, wo ist hier die Hälfte? Ungefähr. Das wäre kein Mensch, ne, das ist das Problem. Mal sagen, ungefähr hier so. So, wir machen den 1 länger, damit ich gleich sehe, von wo ab ich nach rechts machen muss. Der hier auch. So, der. Ich häng fest. Das ist jetzt einer zu weit, ich weiß. Das macht aber nichts. Das ist erstmal bloß, damit ich sehe, wo wir überhaupt sind. So. Ja, komm. Überall Zeug im Weg hier. Ich glaube, das passt aber noch. Sieht noch gut aus. Genug Band habe ich mit, wie ich das alles hier machen kann. Und dann tunneln wir das erstmal hier rüben, nach da rechts und dort drüben wird das dann sortiert und was auch immer damit gemacht, weiß ich noch nicht genau. Aber erstmal muss es darüber. Und das sieht nicht nach der Hälfte aus, macht aber nichts. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Na, aber nie genug Zoom habe ich nie. Um das alles zu überblicken. Hier wurde gerade im Hintergrund gesagt, du hast doch die Brille auf, musst du da sehen. Aber nee. Ja, ist tatsächlich ein bisschen einseitig. Machen wir mal nochmal zwei. Tun das Ganze mal um zwei verschieben. Dann müsste es eigentlich passen. Wir können das hier später dann nochmal
tauschen. Hin und her tauschen, wie wir denken. Das ist ja jetzt erstmal bloß so. Als Grundidee. Grundidee, genau. Das hier ist eh Geschichte. Fort mit dir. Dich will keiner. Okay. Der hier muss nicht gefiltert werden. Der muss auch nicht gefiltert werden. Der muss gefiltert werden. Der hat aber nur ganz wenig Eisen. Nämlich nur die Bäden. Auf welcher Seite seid ihr? Ihr seid auch auf der Seite. Das heißt, die hier zum Beispiel müssen nicht gefiltert werden. Die können kein Erz haben. Also kein Eisenerz. Oh, ja. Mach dich da drüber. Du auch. Geht das von hier bis dahin? Oh, nee. Das ist genau die richtige Breite, dass das passt. Ich könnte sagen, ja, ich habe da perfekt geplant. Aber natürlich hat er nichts geplant, sondern hat jetzt einfach bloß Glück, dass das hier gerade mal passt. Auch hier haben wir hier ein reisendes Eisenerz-Ding? Nee. Nee, haben wir nicht. Könnten wir aber haben. Wenn wir den hier umdrehen, dann ist das ein reines Eisenerzband. So rum. Weil die hier machen alle Eisenerz und nichts anderes. Wenn ich den jetzt hier wegnehme, das bisschen Kohle, was da ist. Hier, so. Hat irgendeiner von euch Kohle? Nee, hier hat keiner Kohle. Da steht zwar noch eins auf dem Band. Keine Kohle. Keine Kohle. Ja, wunderbar. Dann ist das hier ein reines Eisenerzband. Das heißt, das muss ich ohne filtern. Macht die Sache natürlich auch einfacher. Im Chat wird gerade geschrieben. Kleinen Moment, ich guck gleich nach. Ich will das hier bloß kurz noch schnell rüber machen. Ist der Zug da oben jetzt eigentlich fort? Ja, und meiner ist auch zu fort. Wunderbar. Dann hole ich mir den gerade mal kurz wieder. Hier ein Zug. Das ist aber auch ganz gut, weil dann hat er nämlich neues Zeug geholt. So, ich versuche jetzt nochmal. Nee, das war schnell. Irgendwie muss man ja das Silo auch hinzufügen können. Ich glaube, Shift. Ja, Silo. Bis leere Frachtladung. Auf geht's. Viel Spaß. Dann bleibt er nämlich da stehen. Das passt mir. Okay. Aber dann habe ich jetzt gleich neues Zeug. Der hat dann neue Erzförderer und Module mit. Die brauchen wir ja noch. So, weit so gut. Jetzt ist die Frage, wie man das aufteilen am allerschönsten. So viel Eisen wird jetzt hier nie rauskommen. Ich würde fast sagen, wir machen 6 Bahnhöfe. Auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch ist, aber ich würde sagen, Kohle, Eisen, Kohle. Und das würde ich hier drüben genauso machen. Kohle, Eisen, Kohle. So ungefähr ist die Idee. Ich denke, das wäre ganz gut. Ja, ganz links meinte ich auch noch, ist auch noch ein Wischwar. Ja, ich weiß, aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Will euch mal eins fertig kriegen und dann sehe ich weiter. So. Also der hier muss überhaupt nichts gemacht werden mit. Der ist ja pur. Der hier ist auch pur. Der hier ist pur. Der hier ist nicht pur. Das ist der erste, der nicht pur ist. Das heißt, Filter hier hin. Vorzugter Ausgang ist rechts und Filter ist Eisenerz. Das Ganze kopieren wir. Den hätten wir jetzt hier auch nochmal eingefügt. Die hier sind ja jetzt alle gemischte Ware. Der hier auch. Einfügen, einfügen, einfügen. Und dann müssen wir den natürlich abführen. Frage ist, wohin? Naja, in die Mitte. Soweit ist klar. Der macht eins weiter. Das Problem ist halt, dass sich das gegenseitig dann blockiert. Wenn der eine Bahnhof voll ist, kann dann
der andere auch nicht weitermachen. Und das hier muss sogar noch eins weiter. So rum. Das passt, in Ordnung. Das hier ist reines Eisen, muss nicht gefiltert werden. Das ist super nice. Und hier wird es jetzt eh andersrum. Hier ist so. Ups, nee, war richtig. Kannst du auch einfügen, nur bevorzugter Ausgang halt links. Ich kann das Ding kopieren. Einfügen, einfügen, einfügen. Der braucht es schon gar nicht mehr. Hier ist reine Kohle schon. Das hier ist alles reine Kohle. Warum ist das bloß einseitig? Achso, weil wir noch kein Zeug haben. Was wir gerade mal holen könnten, weil da ist da oben ja schon was. Auf, auf. Macht es nicht Sinn, das Eisen alles in eine Richtung zu bringen? Vielleicht, weiß ich nicht. Sache ist, ich arbeite ja nicht so oft mit so gemischtem Zeug. Eigentlich nie. Deswegen habe ich keine Ahnung, sondern ich versuche jetzt erstmal was. Und ich denke, was vielleicht geht. Und danach werde ich sehen, ob das geht. Und wenn es nicht geht, ändere ich es entsprechend. Und dann weiß ich, wie es geht. So ist quasi die Vorgehensweise da. Ja, hier bau alles auf. Ich weiß nicht, ob ich genug Zeug habe. Ich glaube noch nicht. Der muss bestimmt nochmal losdüsen gleich. Oder? Nee, wir haben genug. Hier fehlt nichts mehr. Sehr gut, sehr gut. So, was wichtig ist, der hier geht auch noch nach oben. Der geht nach oben. Der geht auch nach oben. Das heißt, hier kriegt man sogar einen 8er Bahnhof hin. Das ist richtig sehr. Ich weiß nicht, ob ich genug. Ich habe garantiert nicht genug Tunnel mit für den Unsinn hier. Ist aber nicht so schlimm. So, er hier. Das hier ist jetzt einfach erstmal der mittlere Eisenbahnhof. Wird das zumindest. Er geht hier lang. Und hier hin. Und oben, das wird tatsächlich sogar ein 8er. Auch wenn wir hier eigentlich keinen 8er brauchen, aber schadet auch nicht. Tut ja keinem weh, wenn man da ein bisschen mehr hat, als man braucht. Und unten eher. Oh, hier ein Kohle. Ich hab's genau gesehen. Wie konnte es passieren? Mache dich fort. Geh weg. Kohle, verschwinde. Er. Oh, Tunnel. Er braucht auch einen Tunnel. Doppeltunnel. Das geht so nicht. Das wird komisch. Aber so geht das. Falsch rum. Dahin und dahin. Und das ist es dann. Der 7er hier. Wir machen 8 8er Balancer. Kommt jetzt da dran. Ach nee, hier fehlt noch einer. Hier fehlt noch einer. Könnte ich den versehen. Übersehen. So. Unser Eisen. Auf geht's. 8 8er. Habe ich hier bestimmt irgendwo. Hier müsste ein 8 8er sein. Ich könnte auch einen 7-8er machen, aber. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Sind das 7 in? Ne, das sind 7 out. Okay. 7, 8. Der ist riesengroß. Aber das macht ja nichts, so. Gut, damit haben wir schon mal unser Eisen. versorgt. Das ist sehr gut. Ich muss gleich erstmal neues Zeug holen hier. Fehlt es an jeder Ecke. Eine Kohle auf dem Eisen. Ja, die hatte ich gesehen, glaube ich. Keine Kohle im Netzwerk. Richtig. Und kein Eisen im, kein Stahl im Netzwerk. So, dann haben wir. Bahnhof hier oben. Er hier. Er hier. Ich weiß nicht, wie hoch ich mit dem muss tatsächlich. Aber wir können ja mal so machen. R. R.
Dann er. So. Und so. Wunderschön. Dann haben wir sie schon alle. Anschluss. Anschluss. Upp, upp, upp. Das geht jetzt sogar relativ einfach hier. Das sind auch bloß 7, weil wir ja festgestellt haben, dass das eine ja ein komplettes Eisenband ist. Sieben? Sind das 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So rum. Aber jetzt. Anschluss, Anschluss, Anschluss. Dann kommt hier auch nochmal so ein 7-8er hin, wie wir den gerade hatten. Wo bist du hin? 7-8. Brian Jen, komm mal her. Hier, 7-8. Viel Spaß. Da ein Bahnhof, da ein Bahnhof. Hier unten im Bahnhof. Ja, das sieht gut aus. Das müsste so klappen. Und ich habe gleich kein Band mehr. Hatte ich nie 1000 Band mitgenommen? Und es reicht dir einfach nicht. Nee, da hat es auch nicht. Ich hole mal kurz die 300, die hier noch drin sind. Hier noch 300? 500, hier sind sogar 500 drin. Die verwursten wir gerade noch, bevor wir jetzt hier zurückschlawinern und Zeug holen. Büro, da fehlt ein Kohleband. Wieso fehlt ein Kohleband? Da links unten im Balancer ein Fehler? Oh, hier fehlt tatsächlich ein Kohleband. Danke. Dann ist das hier immer noch ein Achter. Acht Achter, mein Freund. So, wir können den hier so lassen. Wie geplant. Danke. Stimmt, hier ist noch ein Kohleband. Dann brauchen wir hier natürlich jetzt den 8-8er. Ja. Sorry. Sorry, Bone. 8-8er kommt dann hier natürlich hin. Der ist auch ein Stück kürzer und schöner. Nie, dass das gerade hier eine große Rolle spielen würde. Aber das ist halt so. In Ordnung. Oh, hier ist Eisen. Eisen drauf. Geh weg. Nein. Nimm das Eisen. Nein. Hilfe. Jetzt. Jetzt ist das Eisen fort. So, hier lang mit dir. Ja, Baum fort. Nochmal Kohle. Nochmal Kohle. Noch mehr Kohle. Nee, das müsste passen. Ich wollte gerade sagen, habe ich das jetzt hier zu knapp geplant? Ich glaube, das geht. Huch. Fast. Ja, den Stein noch aus dem Weg. Ah, nee, das war richtig. Dammit. So. Dann ist der hier jetzt aber bloß noch ein 7er. Oder sollte zumindest. Ja, genau. So. Hier rum, darum. Löffelstier. Wenn das nicht kann, kann er nicht 4. Oh, Zug. Hier. Werd verrückt. Gut, dann ist das jetzt hier aber der 7-8er. Den man da gerade. Den habe ich kopiert, ne? Kann ich ihn einfügen? Aus Versehen kopiert. Aus Versehen mal das Richtige gemacht. Verrückt. Okay, dann haben wir das. Und jetzt könnten wir hier 3 Bahnhöfe hinzaubern: einmal Kohle, einmal Eisen und nochmal Kohle. Mit. Ja, Eingang hier irgendwie. Nicht hundertprozentig sicher. Können den. Können wir. Habe ich da nicht irgendwo einen Bahnhof schon gehabt? Genau. Mit dem Balancer. Knall mal hin. Hier das Ding weg. Brauchen wir nämlich nicht.
kopiere das Gerät und reise es wieder weg. Und der ist falsch rum. Der ist von oben nach unten. Aber das macht nichts. Dann machen wir den halt von oben nach unten. Das ist ja Jacke und Hose. Passt nicht. Kann ja jetzt nicht wahr sein. Wir lassen mal so ein bisschen Platz hier. Basteln den jetzt hier hin. Das ärgert mich, dass der jetzt da nicht passt, na? Kann ich euch aber sagen. Dann passt er auch, ne? Er wackelt auch ein Stück nach unten. Kommt hier hin. Und bei ihm hier dasselbe. Bob. So, da sind unsere drei Bahnhöfe schon mal. Haben wir sie schon mal da. Tralala. Was wir jetzt noch machen müssen, ist das Zeug versetzen. Oder vielleicht habe ich genug Platz gelassen, dass ich die hier neu setzen kann. Aber das glaube ich nicht. So, die heißen alle gleich. Die heißen alle Drohne. Können die jetzt heißen, das macht nichts. Was ich halt gerne hätte, ist jetzt noch ein Zuggleis, was hier abgeht. Und dann hier hoch geht, genau. Hier lang düst. Das ist richtig. Und was von hier ab hier runter geht, quasi genau dasselbe tut. Ich hoffe, das ist jetzt hier die richtige Höhe. Natürlich nicht, das wäre ja auch zu schön. Das hätte ja sofort passen müssen. So, jetzt so. Genau, dann können die sich nämlich aussuchen, wie die da jetzt hier lang düsen wollen. Und hier müssen die dann wieder zusammen auf ein Ding. Macht aber nichts. Bastel den erstmal hier hin. Den hier hin und dann muss der wieder hier drauf. Das ist aber... Sollte kein Problem sein. Eher dasselbe. Er düst von hier ab, dann auch wieder da drauf. Wunderschön, kann weg. Er macht hier lang und da lang. Das wissen wir ja schon. Und er macht hier lang und da lang. Auch schön. Das reicht sogar. Vom Platze her. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Okay. Und ihr kommt von hier hinten. Sage ich jetzt mal. Einfach da. Da ist die Auffahrt. Von da dürfen sie kommen und... Er düst dann auch. Von dort kommt er dann. Auch mal umbenennen, ja. Aber erst zum Schluss. Erst zum Schluss durch die umbenennen. Damit die dann gleich loslegen können. So, Abrissplan. Hier hätte ich jetzt gerne nur die Bäume. Hier mal die Bäume weg, bitte. Dann sehe ich nämlich, was ich hier tue. Hier geht's rein, ne? Das heißt, wir brauchen den hier. In jedem Falle. Und den hier. Bup, bup. Die beiden. Das ist die Zufahrt. Das heißt, der hier kommt auch weg. Mal hier kommt er hin. Hier kommt er hin. Das andere sind hier alles Zugsignale. Ja, packe den hier hin. Der kommt weg. Der kommt hier hinten hin und dann wunderschön, können die hier rein. Hier kann der dann warten, der nächste. Nee. Das ist auch Vorsignal natürlich hier. Ganz klare Sache hier auch. Vorsignal. Das hier muss auch ein Vorsignal werden. Hier können wir das mal unterteilen. Das hier auch. Das ist richtig. Das ist auch richtig. So, hier wieder Vorsignale. Vorsignal, mein Freund. Vorsignal. Vor und vor. Du bist Ausgang, das ist richtig. Und du bist Ausgang. Und hier haben wir nochmal ein Vorsignal.
Weil da kein ganzer Zug reinpasst. Ich glaube, hier passt ein Zug rein, oder? Nee. Passt okay Zug rein. Ja, gut. Dann ist das eh so ein bisschen nicht ganz richtig. Macht aber nichts. Kann es jetzt gerade nicht ändern. Das ist ja dann halt so. Das hier passt in jedem Falle. Das auch. Ja, und dann sehen wir mal weiter. Jetzt muss hier natürlich die Abfahrt noch hin. Damen und Herren. Ja, die Abfahrt ist natürlich hier nach oben. Und nach unten. Upp. So, das ist die Abfahrt. Bohrsignal. Einmal hier. Einmal da. Ja. Nicht so richtig cool, macht aber nichts. Wird trotzdem gehen. Jetzt. Der kommt da hin. Hier kommt einer hin und da kommt einer hin. Und dann da noch einer hin. Ist zwar unnütz, glaube, aber soweit wäre das jetzt erstmal gut. In Ordnung. Die hier sind hoffentlich schon richtig eingestellt. Müsste eigentlich. Ja, dann brauche ich eigentlich nur neues Zeug zu holen. Und dann ist das hier schon fertig. Ulumatik. Und dann können die schon mal abholen kommen, das erste Gelumpe. Versignalisieren. Ja, haben wir gemacht. Das ist richtig schön absignalisiert hier. So, mein Freund. Wir fahren heim. Nee, heim. Ich bleibe aber erstmal bei den 1000 Ding. Muss ich. Achso. Das ist very good. Very good, Jungs. Very good. Bin stolz auf euch. So. Automatisch. Haben die sich gegenseitig da blockiert. Ganz großes Kino. Ich weiß gar nicht, wie viel Treibstoff die haben. Aber es wäre interessant zu wissen, ob hier schon mal ein Zug war und sich irgendwas geholt hat. Denke aber nicht. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich noch dauern, bis das hier alles leer ist, weil hier ist noch jede Menge drin. Wobei, 7. 7 ist nicht jede Menge. Hier sind auch bloß 7. Also vielleicht doch nicht mehr so lange, bis sie dann den Stop da oben brauchen. Vielleicht reicht dann auch ein Stop nicht aus. Aber das werden wir dann sehen. Kannst die Kombinatoren schon mal bauen, das ist richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da gebraucht werden. Aber ich mach mal 20. Von jedem. Na, ich mach 30 von jedem, komm. Müssen wir ja nicht knausern hier mit dem Unsinn. Werden wir darauf warten, dass wir beladen werden. So, ich würde mir mal in der Zeit, wo ich hier warte, gönne ich mir mal einen kleinen Bärenjäger. Hier gab's zur Hochzeit von einem alten Freund. Da. Lecker Honiglikör. Wo ich den ersten Schluck genommen habe, habe ich gedacht, das ist nur Met. Also nur 11%. Und dann nimmst du natürlich einen ordentlichen Schluck. Dann musste ich aber feststellen, das ist kein Met. Das ist halt Likör, das 35%? Ja, genau, 35%. Also der dreht ein bisschen freier. Wurde eben schön warm. So, zum Wohl, Jungs und Mädchen. Grüne, rote Kabel auch in Auftrag geben. Ich habe noch welche. 16 und die baut er mir von alleine hin. Brauche ich nie. Die baut er mir alle von alleine hin. Deswegen habe ich den Bauplan ja auch dafür. Das ist ja mit einer der Vorteile des Bauplans da. Licht lang schnacken, Kopf in Nacken. So sieht's aus. Schönen guten Abend. Doft. Hier wird noch eingeladen. Ach ja, ja, die Dinger. Aber müssen wir jetzt eigentlich nicht warten, bis das voll ist. Machen wir aber, weil ist gleich fertig. Wir brauchen da oben keine mehr. Aber dann ist er gleich fertig für die nächste Party. Hast du auch die Tunnel? Ja, habe ich. 50 Stück sind dabei.
Wird nicht reichen, macht aber nichts. Wir fahren dann eh gleich nochmal heim. Aber 50 Tunnel habe ich jetzt erstmal mit. 50 ist natürlich wenig. Ich glaube, die sind alle schon verplant. Kann ich gleich runterlaufen, abgeben und wieder heimfahren. 50 Tunnel sind zu wenig. Würde ich jetzt mal schätzen. Was macht denn eigentlich unsere Forschung? Die läuft immer noch. Ich denke, wir haben nicht genug Stahl und nicht genug Kohle. Wie kann denn die Forschung da immer noch laufen? Ah, naja gut, hier ist ja bald Ende im Gelände. Schön wenig Zeug da.